Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2, wo wir uns hier gerade im alten Aperture Science befinden, welches sich meilenweit tief unter der Erde hier befindet. Ja, wir sind ja hierher getreten worden und zwar von Wheatley, von dem wir eigentlich ja dachten, dass er unser Freund wäre, aber nein, kaum haben wir ihn ja natürlich hier durch GLaDOS ersetzt, schon ist er richtig größenwahnsinnig geworden, hat einfach mal die gesamte Anlage übernommen und uns, naja, wollte er uns dann hier auch gleich hier töten, naja, sozusagen. Ja, und jetzt sind wir eben hier unten und versuchen natürlich einen Weg hier rauszufinden. Ja, und uns unterstützen wird uns ja dabei dieser Typ hier oder zumindest seine alten Audioaufnahmen. Ja, Cave Johnson, den werden wir jetzt sogar öfter mal hier hören. Und ja, ich denke mal, wir gehen einfach mal nach draußen. Oh ja. Ganz nett hier. Und ich bin gleich so blöd und springe in den Abgrund. Na, da fängt ja der nächste Part ja ziemlich gut hier mit an. Dass ich einfach mal gleich in den Tod springe und das auch nur, weil ich zu blöd bin, mal ein bisschen Anlauf zu nehmen. So, dann eben nochmal richtig. Ah, also geht doch. Okay, wo muss ich eigentlich überhaupt lang? Also ich weiß, ich bin eigentlich ja von dort aus hergekommen, also würde ich mal sagen, ich gehe einfach mal... Ja, ich nehme einfach mal den Aufzug. Eine gute Idee. Mann, geht das weit hoch. Da wären wir. Achtung, fall nicht runter in den Aufzugsschacht. Okay. Ich nehm's zu Herzen. Oder vielleicht auch gar nicht. Okay, ich muss hier hin. Eigentlich weiß ich ja schon, was ich hier machen darf. Nämlich muss ich erstmal hier ein Portal her hinstellen. Denn ich muss nämlich ja ganz weit bis da hinten rüber. Den Weg hier kenne ich ja schon, obwohl da ist ja eigentlich auch noch ein Weg. Ja, wahrscheinlich muss ich da zuerst hin. Ja, von der Höhe her sollte das hinkommen. Also gut, ich probiere mal Folgendes. Also ich weiß, es geht ja auch eine Treppe wieder hier runter. Und irgendwo sollte ja der Schacht jetzt hier offen sein. So, gut, ich habe ja jetzt eben gerade das blaue Portal geöffnet. Also brauche ich jetzt hier gleich das Orange, ne? Nämlich, wenn ich jetzt hier runterspringe. Jawohl. So war das geplant. Dass ich dann einfach mal hier lande. Tür machen wir mal auf. Und wo sind wir jetzt hier? Pumpstation Alpha. Ja, ganz nett hier. Überall die ganzen alten Maschinen. Naja, typisch 60er halt. Denn hier wurde ja diese Anlage damals ja gebaut zu dieser Zeit. Und, ja, gut. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Okay, ich habe hier den Weg aufgemacht und anscheinend habe ich irgendwas in Gang gesetzt. Wahrscheinlich die Pumpen in Betrieb genommen. Das könnte sein. Ist hier unten eigentlich sogar noch irgendwas Interessantes, also gucken will ich auf jeden Fall nochmal. Naja, gut. Dann gehen wir einfach mal wieder rauf. Hier ist nichts besonders Interessantes. Hier könnte ich noch Portale bauen. Muss ich aber nicht unbedingt. Aber ich tue es trotzdem, weil ich es gern mache. Ja, könnte ich dann wieder hier raus. Aber nein, muss ich ja nicht. Okay, hier ist zu. Ja, scheiße, wo muss ich dann lang? Ah, ich glaube, ich weiß schon. Einmal mal hier auf das Gerüst rauf. Ach, nö. Das gibt's doch gar nicht. Einmal mal total daneben gejumpt, aber das ist ja nicht schlimm. Immerhin, hier vorne ist ja auch noch was. Oder muss ich darüber? Nee, da bin ich ja hergekommen. Also, blöde Frage. Ich sehe schon. Hier muss ich hin. Und dann einfach wieder raus. Also wer hier? In einem tiefen Abgrund. Ah, und oh, ich sehe schon, hier geht's weiter. Einfach mal der Pipeline folgen. Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Evanschau. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Hört sich gut an, Cave Johnson.
Ja, mir muss auch keiner hier das Händchen halten. Ich komme ganz gut alleine klar. Alles klar, und wo geht's jetzt lang? Ja, auf jeden Fall wahrscheinlich zum nächsten Test oder sowas. Ja, denn das ist ja eigentlich praktisch sowas Ähnliches hier wieder. Wir dürfen wieder mal Tests absolvieren. Allerdings verdammt alte. Und Mann, ist das dunkel hier. Ah, okay. Es wird hell. Oh, richtig hell sogar. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Ah, gut zu wissen. Ja, kann ich jetzt nur hoffen, dass die mir jetzt hier nicht auch blaue Farbe jetzt unterjubeln wollen. Okay, wo sind wir hier? Remember. This test is unviable without an Aperture Science Portable Quantum Tunnel Link Device. Also sprich, dieser Test ist undurchführbar ohne das Aperture Science Portal Quantum Tunnel Gerät. Alles klar. Ja, wenn du keins besitzt, bitte finde einen Test... Ja, einen Testbeauftragten bevor... Ja, okay, da, okay, alles kann ich leider nicht übersetzen. So gut ist mein Englisch auch wieder nicht. Okay, Repulsion Gel. Also Rückschussgel. Ja. Das ist diese blaue Pampe hier. Ja, und wenn wir hier raufspringen... Boing! Ja, machen wir sowas. Cool, oder? Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall ziemlich cooles Zeug. Oh, und zum Glück machen sie uns sogar ein bisschen einfach. Okay, hier haben wir das. Okay, ich weiß schon, wie ich das machen muss. Also ich denke mal, von der Höhe müsste das hinkommen. Jawohl, geht doch. Okay, dann kriege ich auch gleich erstmal einen Cube. Den nehmen wir einfach mal mit und packen ihn hier hin. So, das war's. Schon fertig. So, und jetzt brauche ich ja nur noch einmal hier rüberspringen. Boing. Die Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. So sieht's aus. Und am besten, du redest immer viel über Kontrollgruppen. Je mehr Sicherheit, desto besser. Holy shit. Okay, da oben ist ja schon mal eine Öffnung. Ich denke mal, da setze ich schon mal was hin. Und da gleich das andere. So. Wow, hoppala. Ja, okay, sehr schön. Läuft ja alles wie geschmiert. Oh, ein Büro. Oh, mit alten Schreibmaschinen. Wie niedlich. Ah ja. Man merkt wirklich, dass dieser Ort hier total retro ist. Okay, wo geht's weiter? Einfach mal hier der Treppe folgen. Ja. Ich könnte mich ja natürlich auch irren, obwohl, nee, von dort aus bin ich ja eben gerade hergekommen. Also gehe ich da auch nicht weiter. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Okay. Du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Oh, ich habe jetzt aber nicht in der Lobby auf den Stühlen gesessen. Das habe ich jetzt nicht getan. Und... Okay. Das Teil bewegt sich. Gut zu wissen. Ja, alles klar. Muss ich eigentlich nochmal ganz genau darüber nachdenken, wie das jetzt eigentlich ging. Ah, okay. Ich denke mal, ich versuche mal Folgendes. Ah, Mist. Ich setze es mal ein bisschen niedriger, damit ich nicht immer unnötig springen muss. Und dann warten wir einmal kurz. Oh, Mann! Ich hänge da schon wieder fest, das gibt's doch nicht. Alter... Jetzt aber. So, den hätten wir. Okay, der muss allerdings da vorne hin. Ja gut, das sollte kein Problem sein. Okay, sind wir drauf. Und jetzt... Ah, ich glaube, der hat jetzt den hier da rausgenommen.
sehr schön. Aber wie komme ich jetzt darüber? Also. Ah, ich verstehe schon. Na, vielleicht verstehe ich es auch nicht so ganz. Okay, irgendwie klappt das nicht so. Das klappt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Na bitte, jetzt aber. Oh, und das wird jetzt auch richtig lustig. Ja, jetzt können wir mal so richtig schön viel Spaß haben. Denn das Beste ist, das Rückstoß-Skill funktioniert ja nicht nur so, dass man damit nach oben befördert wird. Man kann damit sogar auch schön hier Walljumps machen. Cool. Boing, boing, boing. Yay. Ich finde das lustig. Okay, dann geht's jetzt also hier runter. Hoppala. Oder auch nicht. Verdammt, das war total daneben. Da habe ich mich jetzt doch ein bisschen irritieren lassen. Dachte jetzt echt, das wäre ein Durchgang, aber nein, das war nur ein Sprung in den sicheren Tod. Gut, dann machen wir das eben nochmal. Yeah. Also mir gefällt's. Oh, Vorsicht. Okay, jetzt kannst du aber auch aufhören, nicht wahr? So, wo hat sich jetzt eigentlich hier was geöffnet? Ah, da oben. Ja, dann ist ja jetzt alles klar. Oder auch nicht. Verdammt, ich brauche ja ordentlich Schwung, um hier jetzt durchzukommen. Hm. Also hier auf dem Boden kann ich jedenfalls keine Portale schießen. Nope. Ich könnte ja mal Folgendes versuchen. Also ich mache das mal so. Okay, hat ja wunderbar geklappt. Und dann machen wir das eben so. Nochmal mit einem beherzten Sprung. Und schon sind wir drüben. Falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Und das sagt ihr mir erst jetzt. Danke auch. Na super. Das hätten die ruhig mal erwähnen können, bevor sowas passiert. Naja. Aber wie heißt es ja so schön, besser spät als nie. Ja, wunderbar. Und wie geht's jetzt weiter? Wo werde ich jetzt als nächstes landen? Also es kann erstmal eine Weile dauern, bis ich hier wahrscheinlich wieder rauskomme. Aber Mann, wir kommen wenigstens wieder nach oben. Bereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Alles klar. Im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Gern geschehen. Freut mich, dass ich der Wissenschaft helfen konnte. Oh Mann. Ja, gutes altes Asbest. Wer hat das nicht gern? So, schön aufpassen. Ich will nicht in diese olle Gülle rein. Ja. Achtung, nicht über das Geländer lehnen. Ah. Ihr kennt mich mal, Leute. Ihr kennt mich mal. Okay, wie komme ich jetzt hier weiter? Da oben steht Exit. Also würde ich mal sagen, ich muss auch da lang. Aber jetzt ist die Frage, wie zum Teufel komme ich da rüber? Ah, ich hab's. Nee, oder auch nicht.
Vorsichtig. Ah, da oben. Jetzt sehe ich's. Ja. Das soll man aber behaupten, umschauen lohnt sich nicht. Okay, hier komme ich auch rein. Komme ich hier noch sogar weiter? Nö. Also nein. Gut, alles klar. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Das stimmt allerdings. Es war schade um die Leute im Rollstuhl, aber dennoch. Das gefällt sowieso unter die Kategorie Arbeitsunfähigkeit. Also, was soll's. Naja, schön. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, ich muss irgendwie darauf. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich gucke erstmal hier hin. Ja, alles klar. Sieht ganz gut aus. Da oben. Ah, ich sehe schon. Da ist eine Rampe. Da könnte ich theoretisch vielleicht hin. Ja, alles, was ich vielleicht erstmal machen könnte. Also, ich denke mal, dieses Portal hier sitzt schon mal richtig. Dann setze ich hier mal das Blaue hin. Und drück mal das hier. Mhm, okay, kommt hin. Achso, die Wand da geht gar nicht. Die sah so merkwürdig weiß aus. Deswegen hatte ich ja eigentlich angenommen, das wäre eine Portalfläche. Yay! Wir dürfen hier mit Rückstoßgel hier rumplanschen. Ist das nicht cool? Okay, wir sind oben. Da vorne ist der Ausgang. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen guten Weg dorthin finden. Und ich glaube, ich habe ihn sogar schon. Yep. Schätze mal, wir haben einen Weg. Erstmal hier alles schön einkleistern. Und dann... Oh. Ja, das geht natürlich auch. Das ist witzig. Das blaue Gel wird jetzt erstmal hier schön überall verteilt. So. Das sollte helfen. Wenn ich natürlich mal richtig treffen würde. Versuchen wir mal was anderes. Damit ich nicht versehentlich immer daneben springe. Machen wir es einfach mal so. So, jetzt aber. Gut, das sollte reichen. Hoffentlich. Irgendwie kriege ich nicht so richtig Schwung rauf. Jetzt hin. Okay, eigentlich war das doch gar nicht so schwer, aber irgendwie will mir jetzt nicht einfallen, wie ich das jetzt das letzte Mal gelöst habe. Das Blöde ist ja jetzt der Emanzipationsgrill, weil der, ja, der blockiert ja leider so ein bisschen jetzt meinen eigentlichen Weg. Okay, wir sind da. Gut. So, das wird jetzt eine schöne Einwegrampe. Ja, okay. Guter Einwand. Ah, ich weiß schon, was ich hätte machen können. Ich brauche erstmal Rückstoßgel auch hier auf dieser Fläche. Sonst klappt das nicht, was ich vorhab. Weil ich muss ja erstmal das hier tun. So, das sollte genügen.
Und dann sollte es ja genug Schwung geben. Oh yeah. Übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Oh Gott, was ist das nur eigentlich für ein Typ, dieser Cave Johnson? Der ist ja völlig irre. Was stellt er mit seinen Leuten an? Naja, aber immerhin, er ist wenigstens ehrlich. Und gut, dass ich wenigstens seinen Kaffee nicht angefasst habe. Okay, da wären wir also noch ein Stückchen weiter höher, aber noch immer alles hier voller Gülle. Gott, was ist... Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Okay. Bitte lass mich nicht so einen Chip in meinem Kopf haben. Oh Mann, okay, wie geht's weiter? Oh, Wasser. Ja, das ist Wasser. Eine schöne, kalte Dusche. Naja, gut, irgendwie muss ich das Ding ja abstellen. Weil... Ah, okay, ich glaube, ich weiß schon, was ich hier machen kann. Das war ja einfach. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. In Ordnung. Wie ihr wollt. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, remember, if a future you tries to warn you about this test, don't listen. Okay. Ja, wenn die Zukunft versucht, dich über diesen Test zu warnen, hör nicht hin. Okay, wir wissen Bescheid. Nicht hinhören. So, okay. Könnte helfen. Na also, das ging ja auch nicht so ohne Probleme. Gut, wo sind wir jetzt? Ah ja, scheint eine Aufbereitungsanlage zu sein. Oha, okay, das könnte kniffliger werden. Muss ich mal kurz gucken, wie haben wir das angestellt? Also da ist erstmal eine Plattform zum Portale schießen, da vorne ebenso. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, muss ich mich jetzt schleudern oder reicht es, wenn ich einfach nur da oben hinkomme? Okay, da ist ja nicht meine Portalfläche da oben. Okay. Ist ja jetzt nur so eine Theorie, aber ich glaube, ich habe vielleicht einen Plan, was ich machen könnte. So, weil da oben, von hier aus kann ich nämlich ja immer noch das hier sehen. Und wenn ich jetzt mal versuche, Folgendes zu machen, nämlich hier ein Portal hinschießen. Ja, so habe ich es mir gedacht. Alles klar. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Boah, das war ja einfach. Ist auch kein Wunder, wenn man es schon mal gespielt hat, dann fällt einem ja so manches wieder ein. Ich erwähne es ja sicherheitshalber nochmal, das hier ist kein Blind-Let's Play. So, und tap. Es bedeutet, du verbringst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Flur.
Im Labor sagen Sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich habe keine Angst. Ja, es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon Söschen, wenn ein paar Funkfliegen die Löcher in ihre Rote in den Arsch brennen könnten. Niemals hat man auch Kampfsoldat oder Goldschirm. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Jawohl, Cave Johnson. Ich mach das. Wir kriegen das hin. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay, was muss ich tun? Also, ich muss irgendwie erstmal da rein. Irgendwie an diesen komischen Glaskasten da ran. Okay, da haben wir das Gel. Wir haben Wasser. Wir haben da Portalflächen da vorne. Den Zweck werden die ja haben. Warte mal, erstmal kurz gucken, was. Okay, das Ding bewegt den Aufzug. Jetzt ist mal nur die Frage, wie komme ich jetzt an das Teil hier ran? Also ich meine, der Cube, der scheint ja hier richtig eingeschlossen zu sein. Und ich sehe auch nirgendwo einen offenen Zugang gerade. Ah, was ich mal probieren könnte. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was ich machen darf. Yep, genau das. So, und jetzt machen wir ihn mal schön wieder sauber, damit er nicht durch die Gegend springt. Dafür ist ja das Wasser immer da, dass, wenn alles, was hier irgendwie mit dem Rückstoßgel mal in Berührung gekommen ist, einfach wieder sauber gemacht wird. Das machen wir auch sogar mal hier mit dieser Fläche, damit sie schön sauber ist. Naja, zumindest so halbwegs. Okay, dann muss ich jetzt hier ran. Den Cube kann ich erstmal hier hinstellen. Und schon haben wir ja hier unseren Zugang. Ja, und wie ich ihn auch wieder loswerde, das weiß ich auch schon. Ist eigentlich ganz easy. Ups. Okay, so sehr rumsauen wollte ich jetzt eigentlich jetzt zwar nicht, aber egal. Okay, ich hoffe, er hat jetzt wirklich nicht mich gemeint. Ich habe eh nichts zum Packen dabei. Gut, weiter geht's. Wieder mal ein bisschen weiter nach oben. Oh, bitte. Hoffentlich ist es noch nicht allzu weit, bis wir wieder ganz oben ankommen. Wäre nett, wenn wir eigentlich einmal wieder in irgendeinem Gelände wären, wo es jetzt nicht so, naja, düster wäre, würde ich mal sagen. Naja, mal gucken. Also, wir haben ja noch einige Tests vor uns. Aber die sind zum Glück eigentlich fast genauso schnell gelöst wie auch die an der Oberfläche. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Cool, eine Limousine. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Das ist wahr. Ihre Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Tja, wer weiß. Oh, da ist ja schon wieder ein Bild von ihm. Cave Johnson. Ja, sieht an sich eigentlich ziemlich sympathisch aus, der Mann. Aber natürlich ein bisschen plemplem. Egal. Wo muss ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Okay, da steht zwar Ausgang, aber aus irgendeinem Grund habe ich jetzt hier gerade keinen Durchgang. Was ist hier los? Scheinbar muss ich ja woanders hin. Na, gucken wir uns einfach erstmal um. Vielleicht ist ja hier irgendwo eine Stelle, wo ich hin darf. Also, naja, da geht's nur bloß in die bodenlose Tiefe. Okay. Aber jetzt kann man eigentlich ja schon hier sehen. Ja. Hier kann man ja eigentlich ja schon bereits sehen, diese Zahl. 4000 Meter unter der Erde. Also 4 Kilometer sind wir jetzt eigentlich momentan unter der Erde hier drinne. Ja, 3975 und dann geht es noch immer höher. Also wir sind verdammt tief gefallen. Wer weiß, wie tief eigentlich ja wirklich. Aber na gut, ein bisschen nach oben gekommen sind wir ja hier schon wieder. Aber wie zum Teufel komme ich jetzt hier raus?
Tja, Freunde, ich würde mal sagen, das finden wir erst im nächsten Part heraus. Also, ich bedanke mich da mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann hier immer noch weiter durch das alte Aperture Science hier in Portal 2. Bis dann, Freunde, und ciao!